Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, euch wieder begrüßen zu dürfen für eine weitere Folge aus unserer Interviewreihe mit dem sinnreichen Titel Gespräche mit. Wie ihr wahrscheinlich inzwischen wisst, ist das eine Reihe von Gesprächen, die dazu dienen, den Menschen näher kennenzulernen, der diese wundervollen Botschaften und Meditationen euch nahebringt im Rahmen der Channeling-Kongresse, die wir alljährlich veranstalten, oder des Channeling-Portals, wo ja auch das ganze Jahr über immer wieder wundervolle Beiträge euch erreichen. Jede Woche, wenn ihr das auch sehen möchtet, euch angucken möchtet, braucht ihr euch nur anzumelden bei www.channeling-kongress.de oder channeling-portal.de und bekommt dann jede Woche, solange ihr das möchtet, den Newsletter mit Links zu all diesen Gesprächen auch, die ebenfalls auf YouTube stehen, aber ebenso den Channelings und den Meditationen und was noch so alles uns erreicht bzw. euch angeboten wird von solch wundervollen Menschen wie denen, mit denen ich heute wieder sprechen darf. Und zwar habe ich heute die ganz besondere Ehre, Cecilia Sifontes bei uns begrüßen zu dürfen. Ich darf vorausschicken, liebe Cecilia, dass wir uns persönlich noch nicht kennengelernt haben, aber deine Arbeit und dein Name mich schon seit 20 Jahren begleitet. Aber nun erst einmal ganz herzliches Dankeschön dafür, dass du heute bei uns bist. Thank you for having me and us. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Happy to be here. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Genauso Dankeschön den Teilnehmern, dass ihr da seid. Entschuldigt bitte, dass ich das immer wieder vergesse. Ich bin dann bei den Vorgesprächen schon so fixiert auf unsere Referenten, dass wir ganz in den Themen bereits aufgehen, bevor eigentlich das Interview beginnt. So war es auch diesmal durch das Vorgespräch. Und es wird so ablaufen, dass Alexander die Antworten von Cecilia übersetzt. Und ich immer wieder mal eine Frage zwischendurch stellen darf, dahingehend die Fragen, die uns alle, glaube ich, beschäftigen. Und die allererste ist, liebe Cecilia, wie hat das eigentlich bei dir angefangen mit dem Channeling? Interesting question. Ist natürlich eine interessante Frage. It is really rather fluent. Das ist ein bisschen fließend. From when I was on the soul planes before this life. Also auf den Seelenebenen vor diesem Leben. Then I had a meeting with my guides and angels. Hatte ich ein Treffen mit meinen geistigen Führern und Engeln. And together we looked out over the earth to see what's going to happen over this time. Und dann hatten wir so einen Ausblick auf die Erde und durch die Zeit hindurch, was denn so alles passieren würde. And so it seemed to be a really exciting time to be here. Und es schien eine sehr interessante Zeit zu sein. So I decided to come to the earth and to be a spiritual leader. Also habe ich mich entschieden, okay, ich komme zur Erde, werde hier auch auf spirituelle Weise auch Leute führen. But to make a long story short, when I came into this body, I forgot. Aber um das alles ein bisschen abzukürzen, als ich dann in diesem Körper war, vergaß ich das. I found that it was really dense here on this earth plane. Ich habe das sehr dicht wahrgenommen auf der Erdebene. As compared to floating around in the soul planes. Wenn man das jetzt vergleicht, wenn man so völlig frei auf der Seelenebene herumschwebt. I could have ever seen my angels. Ich konnte allerdings meine Engel sehen. They were there all the time trying to encourage me. Und die waren die ganze Zeit da, um mich zu ermutigen. However, I was not fond of them. Aber ich mochte sie nicht so gerne. You know how it is when you get depressed, you get so closed up in yourself. Also du weißt ja, wie das ist, wenn man depressiv wird und man sich da so völlig in sich verschließt. It doesn't matter how much love is on the outside, it doesn't touch you. Spielt es gar keine Rolle, wie viel Liebe es im Außen gibt, die berührt dich nicht mehr. And I knew as a child that my angels wanted to keep me here on this earth. Und ich wusste als Kind, diese Engel sind hier, um mich auf der Erde auch zu behalten. That was their job. Das war ihre Aufgabe. But I did not want to stay. Aber Cecilia wollte nicht hierbleiben. And so I tried to not pay attention to them for a very long time. Also die längste Zeit habe ich ihnen keine Beachtung geschenkt. As a child and also when I grew up, I was rather psychic. Und als Kind schon und dann als Heranwachsende war ich schon sehr hellsichtig.
And that made me very confused. Und das hat mich verwirrt. Because I could feel what was going on with people. Ich konnte spüren, was in den Leuten vor sich geht. But I didn't know that it was not in me that it was happening. Wusste allerdings nicht, dass das nicht in mir passiert. I also didn't know that others did not see what I saw or hear what I heard. Verstand auch nicht, dass andere nicht das hören, was ich höre und nicht das sehen, was ich sehe. And so there were many situations that became a bit awkward and I got confused. Es gab also sehr viele Situationen, die sich als seltsam dann angefühlt haben und die haben mich verwirrt. And so when I grew up, I did not want to have much to do with spiritual things. Und während ich also so älter wurde, wollte ich eigentlich kaum was mit spirituellen Dingen zu tun haben. Then after my studies at university and so on, I worked with medical research. Nach meinen Studien an der Universität habe ich mit medizinischer Forschung gearbeitet. With clinical trials and so on. Klinischen Prüfungen und so weiter. And there I could often see what would happen to my coworkers. Und dort habe ich oft auch schon im Vorhinein gesehen, was dann mit meinen Kollegen so geschehen würde. And I remember one time it hurt me really badly. Und ein Ereignis hat mich da recht verletzt damals. Because I saw that if my friend would go out on the weekend to a bar or restaurant or whatever. Weil ich gesehen habe, würde da ein Freund am Wochenende zum Beispiel jetzt zum Restaurant gehen. That she would be abused. Würde sie vergewaltigt. And so I told her, please don't go out this weekend. Und habe ihr eben erzählt, also mach das bitte nicht während dem Wochenende. But she did and she ended up in hospital. Aber sie hat es gemacht, ist auch im Krankenhaus gelandet. And I felt so terrible that I couldn't have stopped it. Und ich habe mich dann schrecklich gefühlt, weil ich es nicht aufhalten konnte. And so it took me quite some time before I realized that I cannot live others' life for them. Und das hat also für mich sehr lange gedauert zu begreifen, dass ich also das Leben von anderen nicht für sie leben kann. I'm here to be me and I can speak my truth, but I must leave people free to make their own choices. Ich bin also hier, ich kann meine Wahrheit leben, aber ich muss natürlich auch anderen die Freiheit eingestehen, dass sie ihre eigene Wahl treffen. However, after that incident, I didn't want to have anything to do with spiritual things or so. Aber nach diesem Ereignis wollte ich gar nichts mehr mit spirituellen Dingen zu tun haben. But as this is why I'm here, then of course my life got very difficult. Aber nachdem es ja natürlich auch der Grund ist, warum ich hier bin, wurde mein Leben zunehmend schwieriger. So I attracted the wrong people. Habe die falschen Leute in mein Leben gezogen. And I ended up with a terrible divorce and there were many things happening in that drama and several attempts to kill me and so on. Und hatte dann auch eine wirklich dramatische Scheidung, wo einige Dinge vorfielen, einige Mordversuche. And then I just after that, when I was most desperate, I really wanted to have children, but I couldn't have children. Und in der Zeit, wo ich also wirklich am verzweifelsten war, gab es auch gleichzeitig einen Kinderwunsch in mir. I had made all the tests, all the trials with hormones and all the things that you do. Obwohl ich keine Kinder bekommen konnte. Ich habe also da die ganzen Untersuchungen machen lassen und Tests und so weiter. But I went to a healer in Switzerland, as it were. Und interessanterweise bin ich dann bei einer Heilerin in der Schweiz gelandet. And after one treatment and one really short affair, I was immediately pregnant. Und nach einer Behandlung in einer sehr kurzen Beziehung war ich plötzlich schwanger. And I knew, for me it was like, wow, this is a sign from God. Und Cecilia fühlte sich dann, okay, das ist jetzt wirklich wie ein Zeichen Gottes. I should really stay here and I must be here for this kid. Ich muss hier bleiben und ich muss auch für dieses Kind hier bleiben. And so I did, and that is how it started. Then at that time, when I was pregnant, I was unemployed, I was hiding, and I had not much to do. Also zu der Zeit, als das geschah, war ich auch arbeitslos, hatte kaum Geld und ja, ansonsten auch nicht so viel zu tun. And so I started to listen to my angels. Und habe dann angefangen, meinen Engeln zuzuhören. And that is, well, what they say, Daniel is 30 years now, so it's a while ago. Das ist, also der Älteste ist jetzt eben 30 geworden. Das ist, so lange ist das jetzt her. But so since then, I have been blessed with this work. Aber seither bin ich wirklich durch diese Arbeit gesegnet. And blessed with children. We have 4 children now. Und auch mit Kindern gesegnet, jetzt sind es 4. Yeah.
And so that is how it started. So hat das Ganze begonnen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr eindrucksvoll. Also schon jetzt vielen, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, dass du uns alle so Anteil nehmen lässt und hineinschauen lässt in die Biografie, die du erlebt hast. Deine Anbindung war also von Anfang an immer schon sehr, sehr stark. Ja. Gab es bestimmte Wesenheiten, die du besonders intensiv bereits wahrgenommen hast? Oder war das ein breites Spektrum an geistigen Eindrücken? When I was a child, it was really a few, about three angels that I saw all the time. Also als ich Kind war, waren es meistens dieselbe Gruppe von drei Engeln, die ich gesehen habe. They were not giving me any names. Sie haben mir keinen Namen genannt. And I haven't seen them since then. Und habe sie seither auch nicht mehr gesehen. But they were clearly here to guide me. And they were more like transparent, soft, humanoid forms of pastel colors. Und waren also ganz klar hier, um mir die Führung zu geben, mich anzuleiten. Und man könnte sie vielleicht wirklich als durchscheinende, pastellfarbene, humanoide Lichtgestalten beschreiben. As if is often the case with kids. Und so ist es ja oft für Kinder. And, I mean, angels, they are unlimited. Engel sind ja auf die Weise nicht begrenzt. They can present themselves in any way, shape or form that they think serve the one that they are approaching. Und abhängig davon, wem sie da dienlich sein wollen, können sie da jeglichen Umriss oder Form oder Gestalt annehmen, was sie eben als passend erachten. They will always approach you in a way that you can relate to. Und sie werden sich dir also immer auf eine Weise nähern, auf die du dich beziehen kannst. And that can change over time. Und das kann sich über die Zeit auch verändern. But after that time, when I began to work with my angels consciously as an adult. Und als ich dann, oder besser gesagt nach dieser Zeit, als ich begann, mit meinen Engeln bewusst als Erwachsener zu arbeiten. Well, then there are all kinds of angels who have come through. Dann gibt es wirklich eine große Menge unterschiedlicher Engel, die sich so mit der Zeit eingefunden haben. And of course they have different names. Natürlich haben sie unterschiedliche Namen. At least in the way they approach us. Zumindest in der Weise, wie sie sich uns annähern. But really, they rather that we don't hang up on the name. That we not, don't get a hang up on the Aber name. Ihnen ist es lieber, wenn wir uns an den Namen gar nicht erst aufhängen. But feel their energy, their light. Sondern ihre Energie und ihr Licht spüren. And what it does to us. Und was das in uns bewirkt. Und als du gemerkt hast, dass andere Menschen dass die geistige Welt nicht so wahrnehmen oder überhaupt nicht wahrnehmen können, nun, du bist letzten Endes zum Lehrer geworden für die geistige Welt. Hing das damit zusammen, dass du anderen Menschen diese Möglichkeiten eröffnen wolltest, des Zusammenseins mit der geistigen Welt? As you after a while realized that other people cannot perceive the spiritual world as you can, was it that brought this about, that you became a teacher for others, enabling them to make their own experience? Well, it was really at that time when I had difficulties and I was hiding and so on. So in der Zeit, als ich wirklich in den Schwierigkeiten steckte und mich auch versteckte. Then I came in contact with some people who were reading cards and so on. Kam ich in Kontakt mit einigen Leuten, die zum Beispiel Karten lesen. And then I thought, okay, why should I spend money on that? I could do it myself. Und habe mir dann gedacht, ja, jetzt, wieso sollte ich da Geld drauf verwenden? Das kann ich ja selber auch. So I started to do that, to work with tarot cards. Und habe das dann begonnen, habe also angefangen mit Tarot zu arbeiten. And then I thought, I could really help people with this. Und hatte so das Gefühl, okay, ich kann da wirklich Leuten helfen damit. And so then I did a meditation and I asked my guides to please broaden my world service. Und dann habe ich eine Meditation durchgeführt, bat also meine eigenen geistigen Führer darum, meinen Weltendienst zu erweitern. That was in the afternoon one day. Das war irgendwann an einem Nachmittag. And then in the evening I got a call from a friend of mine who was also reading cards. Und am Abend erhielt ich dann einen Anruf von einem Bekannten, der hat eben auch Karten gelesen. And she said she was quite famous and she was going to be on TV that evening. Und sie war da zu der Zeit sehr bekannt, hatte eine eigene Fernsehshow und
eben an dem Abend auch eine Show. And so after half the show, she told me, I don't want to do it anymore, you can do the rest. Und so nach der Hälfte der Zeit meinte sie plötzlich, ach, ich habe jetzt heute keine Lust mehr, mach doch du den Rest der Zeit. And so all of a sudden, after having asked my guide for that, I was on TV and then I was regularly on TV giving tarot readings. Und nach dieser einen Meditation war ich plötzlich im Fernsehen und das ging dann so weiter hin zu einer ja regelmäßigen Auftritten im Fernsehen auch. And I had more clients than I could serve. Und hatte mehr Klienten, die als ich eigentlich Zeit hatte. And I worked with that for I think between 90 and 94. Und so zwischen 90 und 94 habe ich also auf die Weise gearbeitet. And then all of a sudden one evening when I was sitting in the sofa. Und eines Abends dann, als ich im Sofa saß, I had put the kids to sleep. Die Kleinen waren im Bett. Then all of a sudden was just like, and a being came into me. Ja, also auf Deutsch ist das dann auch ein. Ah, jawohl. Ja, ja. Und es stellte sich eine sehr starke Präsenz in ihr ein. And said, Cecilia, we are going to work together. Und meinte nur, okay, Cecilia, wir werden zusammenarbeiten. And I want you to stop what you are doing, that is giving tarot readings. Also ich möchte, dass du mit diesem Tarotkartenlesen aufhörst. And prepare for 6 months. Sich 6 Monate lang vorbereiten. Which was to practice channeling. Eben um Channeling zu üben. And at summer solstice, we are going to tell you what it's about. Und dann zur Sommersonnenwende werden wir dir erzählen, von was das, um was das geht tatsächlich. And I was like, but it felt so right, you know. Und ich dachte mir nur, aber es hat sich sehr wahr angespürt. So there was no doubt in me, of course. My mind said, okay, you are single with 2 kids, you should really continue to do what you're doing. Und mein Verstand hat nur gemeint, als Moment mal, ich bin erfolgreich in dem, was ich mache. Ich bin alleinerziehend, ich habe 2 Kinder. Ich sollte mit dem weitermachen, womit ich Erfolg habe. But I knew it was right. Wusste allerdings, das ist so stimmig. And so then I started to instead offer channeling to my clients. Und habe dann angefangen, statt den Karten eben Channeling anzubieten. Since then that is not so much giving private sessions, but since then channeling has been my work. Und jetzt sind es zwar nicht mehr so viel gerade Privatsitzungen als Fokus, aber seither ist sozusagen das Channeling mein Werkzeug. And then at summer solstice, as promised, the guides began to show me the new light body. Und so ab dieser Sommersonnenwende 95 mm-hmm. haben eben meine Geistführer begonnen, mir den neuen Lichtkörper zu zeigen. And how to work with it to make your life work and change and so on. Wie man damit arbeitet, wie man sein eigenes Leben damit zum Funktionieren bringt und wie man damit Veränderungen gestalten kann. And so the new light body is based on techniques from Arcturus. Der neue Lichtkörper basiert also auf Techniken von Arcturus. Something they have worked with there before us. Das sind eben Dinge, mit denen sie dort gearbeitet haben, bevor sie das uns vorgestellt haben. When they were in need to transform life on their planet. Als sie diesen Bedarf hatten, ihr Leben auf ihrem Planeten zu transformieren. Ich kenne den Lichtkörper in erster Linie als etwas, was Drunvalo Melchizedek uns beigebracht hat. Das ist mein Zugang gewesen zu diesen Zusammenhängen. Ich hatte die große Freude, ihn noch erleben zu dürfen hier in Europa. Inzwischen reist er ja nicht mehr. Und habe dann auch 2 Jahre lang diesen Lichtkörper auf ihn meditiert sozusagen, in einer Zeit, in der es mir nicht so gut ging. Es hat mich sehr getragen und ich glaube auch sehr stark ausgebildet hin zu dem, was ich heute mache. Mhm. In dem Zeitraum bist auch du, Cecilia, mir bekannt geworden. Das war nämlich kurz vor 2000, dass ich das erste Mal auf dich stieß, in Form von Büchern natürlich, wie es bei mir immer der Fall ist. Und ich habe den Eindruck, dass es jetzt gerade durch unser Gespräch wieder nötig ist, allgemein auf die Lichtkörperarbeit hinzuweisen. Dass wir wieder in einer Zeit sind, in der es wichtig ist, mit dem Lichtkörper zu arbeiten. Kannst du ein bisschen was darüber sagen, was den Lichtkörper ausmacht, wie er aufgebaut ist und warum er so wichtig ist?
Sure, I can tell you a few basic things. Ja, also in Grundzügen natürlich. First, let's just state that everyone has a light. Nur um klarzustellen, also jeder hat einen Lichtkörper. You know, you don't need to be special. Every human is equipped with a light body. Also das ist jetzt insofern nichts Besonderes. Jeder Mensch hat einen Lichtkörper. But most often it's not activated. Meist ist er allerdings nicht aktiv. But there is a very strong call for all of us to activate our light bodies, to realize what they are and what they are for. Aber es gibt einen sehr starken Ruf danach, dass wir alle beginnen zu begreifen, was ist denn ein Lichtkörper und was macht man mit dem? And so basically, the light body is a giant sphere of light. Also ganz grundsätzlich kann man sagen, dass der Lichtkörper eine riesige Lichtkugel ist. Perhaps 30, 40 meters outside of the body in all directions. Vielleicht so 30, 40 Meter im Radius um den Körper herum. In its basic setup, so to speak. Und das ist der Grundaufbau davon. And what is a light body? Was ist denn das also ein Lichtkörper? It is the home for your soul. Also Sie sagen, es ist die Seele, das Zuhause der Seele. Your soul is a very powerful being of light and love. Unsere Seele ist ein sehr kraftvolles Wesen aus Licht und aus Liebe. It is an eternal being. Und sie ist ein ewiges Wesen. That means that your soul is with you in this life and in any other lifetime. Das heißt, deine Seele ist in diesem Leben bei dir und in jedem anderen deiner Leben. Now, because it is so powerful. Und weil sie gerade so kraftvoll ist. It's too powerful for your body to hold its presence completely. Ist es für den Körper, wäre das zu stark, um ihre vollständige Präsenz sozusagen im Körper zu halten. Which is now why it needs a larger body to take place in. Und daher der Bedarf der Seele für einen größeren Körper, um ihre Präsenz zu halten. And what you can do with your light body is you can set up different light qualities in it. Was man dann eben im Lichtkörper machen kann, ist ganz bestimmte Lichtqualitäten darin aufzubauen. And the general idea is that once you build a certain quality of light, und die allgemeine Idee dahinter ist dann die, sobald du eine derartige Lichtqualität aufgebaut hast, that your life then will come into resonance with it and begin to change. Dass dein Leben beginnt dann mit dieser Qualität in Resonanz zu schwingen, so it's und sich danach auszurichten. Sorry. So it's a way to change your life and how you live. Just in a natural way. Das heißt, das ist eine ganz natürliche Art und Weise, wie du dein Leben veränderst und dann dir eine neue Lebensart aneignest. And when you have built up more light in your light body, then more of your soul can come into it and stay here and be here. Je mehr man also mit dem Lichtkörper arbeitet und je mehr man Licht darin aufbaut, desto mehr der Seele kann auch hierher kommen und beginnen darin zu leben. Which is really about becoming who you are. Was nichts anderes bedeutet, dass du zu dem wirst, wer du bist. A being of love, light, energy. You know. Ein Wesen des Lichts, der Liebe, der Energie. Consciousness and so on. Des Bewusstseins und so weiter. So that is like the general thing with the light body. Das so zum Allgemeinen über den Lichtkörper. And it's very personal, what type of light body you are drawn to. Und dann ist es wiederum sehr individuell, zu welcher Typ von Lichtkörper man sich gezogen fühlt. Now you came into contact with this light body setup from Drunvalo. Du bist da zum Beispiel in Kontakt gekommen mit diesem Aufbau von Drunvalo. Before I channeled the light body myself, I worked with another type of light body from Sanaya Roman and Dwayne Packer. Und bevor ich also meinen eigenen Aufbau gechannelt habe, arbeitete ich mit einem Lichtkörperaufbau von Sanaya Roman und Dwayne Parker heißen die Packer, beiden. Yeah. Okay. Yeah, yeah. Brilliant also. Sehr brillante Arbeit. And as I came into contact with this Arcturian setup, that was really like home for me. Und als ich dann in Kontakt mit diesem arcturianischen Aufbau kam, dann war das für mich wirklich wie zu Hause. And so clearly that is what I'm working most with. Und mit dem arbeite ich also hauptsächlich. Und da wird mit geometrischen Strukturen gearbeitet. Yes, there are many types of geometric structures in it. Ja, darin gibt es also viele unterschiedliche Typen geometrischer Strukturen. Many basic different types of geometric structures and you can combine them in different way, expand them in different way and do a lot of things to create a new reality. Also unterschiedliche Strukturen und Qualitäten, die man unter anderem dann auch miteinander verbindet und aufbaut und ausweitet, um dann eben
Effekte auf die eigene Wirklichkeit zu erzeugen. Das klingt jetzt sehr, sehr arcturianisch. Also ich habe auch die Vorstellung, dass diese Arbeit mit geometrischen Strukturen vor allen Dingen von den Arcturianern sehr bevorzugt wird. Aber der Lichtkörper ist ja etwas, womit alle Kulturen und alle Spezies, glaube ich, auch arbeiten. Mhm. Gibt es da unterschiedlichen Aufbau in der Struktur? Are the structures that different civilizations use, do they differ from them? Well, yes, I think so, that they can be different and similar in some ways. Ja, ich bin der Überzeugung, dass es da sowohl Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede gibt. Now, the Arcturian light body. Der arcturianische Lichtkörper. Excuse me. Kein Problem. The Arcturian light body is designed for planetary evolution as well as individual. Die Aufbauart des arcturianischen Lichtkörpers ist darauf ausgerichtet, sowohl auf eine planetare, aber auch eine persönliche Evolution, also weiterentwickelnde Arbeit. Yes, so it's also so that you can cleanse planetary energies, monitor them Du kannst also zum Beispiel auch planetare Energien überwachen, überblicken und sie mit ihnen dann arbeiten, sie reinigen zum Beispiel. And the goal is, of course, that all of us, humanity, would ascend as a collective. Das Ziel davon ist, dass wir als Menschheit, also als Gesamtkollektiv, aufsteigen. Mhm. Und da den Lichtkörper ja jedes beseelte Wesen hat, kann auch jedes beseelte Wesen mit dem Lichtkörper arbeiten. So as every being with a soul has a light body, they all can work with its light body. Of course, everyone can begin just by generally activating their light body, simply by setting their intent to do so. Ja, das ist genau so. Jeder kann, wenn er möchte, mit dem Lichtkörper in seiner Grundform einfach schon durch die Absicht beginnen, den zu aktivieren und dann damit zu arbeiten. And I'd like to say that everyone will awaken when it's their right time to do so. Und dann kann ich das auch so ausdrücken, jeder erwacht dazu, wenn es die richtige Zeit für einen ist. And sometimes there are spiritual guides and angels who transmit really strong energy to certain people who then, wow, awaken from one second to the next. Und manchmal ist es halt so, dass geistige Führer und Engel und gewisse Leute sehr kraftvolle Übertragungen durchführen und dann schaut es so aus, wie wenn die wie von einem Augenblick zum nächsten erwachen. And others prefer to evolve with a slower pace. Und andere ziehen es vor, da ein bisschen gemütlicher zu erwachen. Mhm. Also bei mir war es eher so, ich weiß jetzt nicht, ob ich sozusagen erwacht bin durch diese Arbeit mit dem Lichtkörper, aber es hat auf jeden Fall einen sehr, sehr starken Einfluss darauf gehabt, was ich dann später gemacht habe. Okay. Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann sage ich, das war zu der Zeit, die Veränderungen, die sich angedeutet haben, begannen zu der Zeit, als ich so intensiv diese Lichtkörperaktivierung meditiert habe, gemacht habe. Mhm. Und hat sich in der Qualität etwas geändert? Wir leben jetzt in einer Zeit, in der der Aufstieg immer leichter fällt, also der passiert einfach immer schneller. Ist es jetzt schneller möglich, den Lichtkörper zu aktivieren und damit zu arbeiten als früher? Absolutely. Great point, I'd like to say. Das ist ein ganz hervorragender Punkt. Großartig. When I began to teach the light body to people. Als ich damit begonnen habe, den Lichtkörper anderen Leuten zu unterrichten. It took very long for people to understand it, to understand what are these structures, and it was strange, a strange concept. Hat es wirklich lange gedauert für Leute zu verstehen, was ist denn das, was sind das für Strukturen, wie funktioniert das Teil? And today, if someone comes and you teach them, okay, this ray looks like this, it's for that. Und heute, wenn jemand kommt und man sagt, okay, dieser Strahl schaut so und so aus und der macht das und das. Then the people like, yeah, I can feel it, I know it. Und die Leute dann, ja, genau, ja, ich spür's und irgendwoher kenne ich das. And somehow I think I always known it. Und irgendwie habe ich sogar das Gefühl, ich habe das schon immer gewusst. So it's much faster these days because we are in the second wave of spiritual evolution. Also einfach deswegen, weil wir auch in der zweiten Welle unserer spirituellen Evolution sind, geht es sehr viel schneller.
And everything happens faster these days, not only like body evolution, life as such. Ja, und es ist ja nicht nur jetzt die Lichtkörperevolution, sondern das Leben als solches, das ja auch sich mehr und mehr beschleunigt. And this connects to this time period that we are in. Und das verbindet sich einfach auch mit der Zeitqualität, in der wir uns befinden. After some years, I'd say, I don't know, 30, maybe 40 years maximum. Und die Guides meinen so nach 30, 40 Jahren ungefähr. Perhaps sooner. Vielleicht auch vorher schon. Then the light body and all spiritual light will be visible. Wird der Lichtkörper und alles spirituelle Licht sichtbar sein. That means that everyone will see it. Das heißt, alle werden es sehen. With their normal eyes. Mit dem physischen Auge. And you can imagine what will happen. Und da kann man sich ja vorstellen, was dann da abläuft. If you could see my light body and I would see yours. Du siehst meinen Lichtkörper, ich sehe deinen Lichtkörper. And we would see how we are connected on the levels of light. Und wir sehen dann auch, dass wir auf und in welcher Weise wir auf der Ebene des Lichts miteinander verbunden sind. That will totally change the way we relate to one another. Wird natürlich dann vollständig verändern, wie wir uns aufeinander beziehen. And so this deep separation that we feel will no longer be there. Also diese tiefe Abtrennung, die wir spüren, wird es nicht mehr geben. And so that would be even quicker. Dann, zu der Zeit wird es dann natürlich noch sehr viel schneller gehen. And my guides say that when light becomes visible. Und meine Guides meinen dazu eben, sobald Licht sichtbar wird, then we will really forget about how life was before. Werden wir sogar vergessen, wie das Leben vorher war. Because we cannot think that we were that stupid. Weil wir dann gar nicht mehr glauben wollen, dass wir mal so blöde waren. You know, fighting each other, drama, intrigues, what have dass you. Man einander bekämpft, dass es Drama und Intrigen gab und so weiter. Because we will see how we belong together in one giant light form. Weil wir dann auch plötzlich sehen, dass wir in einer riesigen Lichtform zusammengehören. In 30 bis 40 Jahren, habe ich das richtig verstanden, kann man den Lichtkörper dann auch tatsächlich sehen? Jeder normale, in Anführungsstrichen normale, also durchschnittliche Mensch ist dann dazu in der Lage? Well, I guess time will tell, but this is what my guides keep saying. Ja, das wird ja die Zeit zeigen, aber meine geistigen Führer sind da sehr beharrlich und drücken das wieder so aus. And because, like you, I can see how things have changed in these years that I have worked. It's so much quicker now. I can truly believe that it will be even quicker. Und wie geht es da mit dir? Wenn man diese 30 Jahre zurückblickt, sieht man ja auch, wie viel sich verändert hat. Und daher habe ich das jetzt nicht, ist es mir nicht schwierig, mir vorzustellen, dass das tatsächlich so sein wird. Ja, es ist eben eine ganz andere Qualität der Wahrnehmung. Deswegen habe ich jetzt nochmal nachgefragt. Es geht raus aus unserer 3D, aus unseren 3D-Zusammenhängen, aus den materiellen Zusammenhängen, die wir gewohnt sind. Und geht wirklich hinein in eine Wahrnehmungsform, die in einer anderen Dimension sich abspielt. Das heißt, wir bewohnen dann auch eine andere Welt, eine andere Frequenz, wenn wir diese Form der Wahrnehmung haben. Yes, exactly. I mean, most people who work with spiritual things, they can tap into the higher dimensions. Also die meisten Leute, die mit spirituellen Techniken arbeiten, haben ja die Fähigkeit, sich auf höhere Dimensionen auch einzustimmen. And then as soon as we are going about daily life, we sort of put it aside. Und wenn wir dann sozusagen so im Alltag rumarbeiten, dann legen wir das zur Seite. But those higher dimensions, they are right here. Aber diese höheren Dimensionen sind natürlich gerade hier. And so it will be an opening, so we will live a more expanded lifestyle. Es wird also diese Öffnung geben und wir werden diesen eher erweiterte Lebensart fühlen. Yeah, so it's really going to be that there will not be a separation in between the dimensions in the way that it is now. Also diese Abtrennung der Dimensionen, wie wir sie noch wahrnehmen, wird es dann auch nicht mehr geben. Ist das etwas, was dann allen Menschen zur Verfügung steht? Oder reden wir hier davon, dass bestimmte Menschen mit einer bestimmten Veranlagung, also einem spirituellen Zugang beispielsweise, ihre Zeitlinie wechseln und in einer anderen Welt sich neu finden? So, would one say that people with a spiritual capacity, would they simply shift timeline and one would find each other there then in this new circumstance, or is this something that will affect everybody?
Well, eventually it will certainly affect everyone. That is the goal, the collective ascension in this way. Also schlussendlich wird es alle betreffen, weil ja dieser kollektive Aufstieg auch das Ziel ist. Clearly some are going ahead, paving the way for others. Natürlich ist es so, dass manche Leute dem vorausgehen, einfach um anderen auch den Weg zu ebnen. But the goal is that every human can experience this. Aber das Ziel ist, dass jeder Mensch das so auch erfahren kann. And in that moment when spiritual light becomes visible. Und in dem Augenblick, eben wo spirituelles Licht sichtbar wird, then clearly everyone is included. Dann ist natürlich auch, sind alle beinhaltet. And that is what we are working for the collective of humanity and for ourselves. Und genau auf das arbeiten wir hin, sowohl für das Kollektiv der Menschheit und natürlich auch für uns selbst. Sometimes you see, maybe not so much these days, but you used to see it a lot. Also was man früher viel gesehen hat, also mittlerweile nicht so oft. That spiritual seekers, they got in touch with this concept of spiritual evolution, enlightenment, ascension. Dass also spirituelle Suchende mit diesem Konzept in Kontakt kommen, der spirituellen Evolution, der Erleuchtung, des Erwachens. And then their personality will say, okay, me first. Also die Persönlichkeit, okay, aber ich zuerst. Yep. And I'm going to work hard for it. Und ich werde dann auch richtig hart arbeiten, dass ich das erreiche. Yeah. I mean, that is human, a human approach. Und das ist einfach eine menschliche Annäherung. But really, it's not about that. Aber um das geht's gar nicht. It's about to realize the connections in between us and every human. Sondern diese Verbindung zwischen uns und allen Menschen zu begreifen. And create a harmony in that. We are all here to promote the oneness. Und darin Harmonie zu erschaffen. Wir sind ja alle hier, um Einssein zu fördern. And even the ascended masters are returning. Selbst die aufgestiegenen Meister kommen zurück. To be here and enjoy that. Um hier zu sein und das zu genießen. Ja. Ja. Kann es sein, dass so etwas wie Intuition bereits ein Vorbote davon ist? Denn wir erleben ja auch, dass die Menschen intuitiver werden und mehr auf ihr Bauchgefühl hören. So is intuition something like a precursor to that, that points into that direction as we can see more and more that people develop their intuition stronger? I think so, and if you look at young people these days. Ja, ich denke, das ist der Fall. Speziell wenn man sich jetzt junge Leute anschaut. They are so much more sensitive than we used to be. Sie sind sehr viel sensitiver als wir das damals waren. They don't want to what heißt das? Kränken, no? What do you say? Insult someone? Ja, yeah, hurt. Ja, also sie wollen niemand kränken oder verletzen. And they are very sensitive if someone says something, you know that. Sie sind da sehr feinfühlig, auch wie man sich ausdrücken sollte. And in one way, I can think sometimes, oh God, aren't they oversensitive? Ich denke mir dann manchmal, also sind die da nicht schon ein bisschen zu feinfühlig? But really, I think this is a sign of this evolution, that they are realizing how we are all one life form. Aber ich denke, das ist auch ein Zeichen davon, dass sie jetzt schon begreifen, dass wir Teil einer Lebensform sind. And so they care more about animals, they're becoming vegans, you know, they're much more sensitive. Mm-hmm. Kümmern sich da mehr um Tiere, werden deswegen auch eher vegan sich ernähren und lauter solche Sachen. And so I think many young people are already much more sensitive than we were. Also ich finde, eben viele junge Leute sind jetzt schon sehr viel sensitiver und sensibler, als wir das damals waren. Yeah. And also my guides often used to talk about people who are autistic, you know, on the spectrum. Und meine geistigen Führer haben auch früher öfter mal gerade Menschen angesprochen, die autistische Züge aufweisen. And they used to say, okay, they are made for another time. Und sie meinten, die sind für eine andere Zeit gemacht. When all this spiritual awakening has already happened. Wenn dieses spirituelle Erwachen dann geschehen ist. And perhaps it was supposed to have happened a little while ago. Und vielleicht war es eher so gedacht, dass das schon hätte früher geschehen können. But they have really great difficulties to relate in this normal 3D reality. Und sie haben wirklich Schwierigkeiten, sich auf diese normale 3D Art und Weise zu beziehen. But easier to relate in a 5D reality. Aber es ist ihnen leichter, sich auf einer 5D Wirklichkeit zu beziehen. Und deine Arbeit besteht darin, sozusagen den Menschen, die in sich Veränderung spüren, es leichter zu machen, sich auf die neuen Möglichkeiten einzustellen, die in ihnen selbst wohnen. Yeah, absolutely. That is about
supporting people to come into their power. Ja, eben genau Leute zu unterstützen, in ihre eigene Kraft zu kommen. Yeah. Realize why they are here, what they are here to do and be and how they want to live. Zu begreifen, okay, wer bin ich, was mache ich hier und wie möchte ich leben? I'm not here to tell anyone to be like me. Und ich sage jetzt natürlich niemanden, dass sie so sein müssten wie ich. But I was going to make a joke, but I'm not. Only you want to be like me. Do I? What? Aha, sie meinte, sie würde jetzt einen Witz machen und meinte dann, nein, ich mache ihn doch nicht. Und jetzt hat sie ihn doch gemacht. So nach dem Motto, ich bin der Einzige, der so wie sie sein möchte. Und ich denke mir nur, hä? No, but really, the work is about seeing the light, the power in someone else and help them to see it. Yeah. Also, es geht darum, dass man das Licht und die Kraft in jemanden sieht und ihnen dabei behilflich zu sein, dass sie es auch selber sehen. Not necessarily to give all solutions, but to show the way to their solutions. Nicht notwendigerweise, dass man alle Lösungen zur Verfügung hat, aber zumindest, dass man in die Richtung aufweist, wo man diese Lösungen finden kann. Und die Mittel dafür sind jetzt, wenn du das unterrichtest, diese geometrischen Möglichkeiten des Lichtkörpers. So the tools you use to achieve that are, for example, these geometric structures within the light body. Yes, it is absolutely to work with your life as light and energy. Ja, es geht darum, auch mit dem eigenen Leben als Energie und als Licht zu arbeiten. Basically, the things that happen in my life are mirroring the energies that I carry. Man kann es auch so ausdrücken. Die Dinge, die mir in meinem Leben widerfahren, sind eine Widerspiegelung der Energien, die ich trage. Or the energies I used to carry a little while ago. Oder zumindest die Energien, die ich nur noch vor einer kurzen Weile getragen habe. Thoughts and emotions are energies. Gedanken und Gefühle sind Energien. And so I teach people how to work with life as energy and change that energy so that your life can begin to unfold in the way you would want it to. Was ich also den Leuten unterrichte, ist, das Leben als Licht und Energie zu betrachten, dann dieses Licht und diese Energie so zu verändern, dass sich dann im Anschluss das Leben so verändert in die Richtung, wie man es gerne haben möchte. And basic things as looking about how you are viewing reality. If you don't like what you see, change the way you view it so that there can be a change. Also ganz grundsätzliche Sachen. Wenn du dir also die Wirklichkeit anschaust und du dir das, was du dort siehst, nicht gefällst, ja, dann änderst du zuerst einmal deine Perspektive davon, weil du dann eine Möglichkeit öffnest, dass sich dort eine Veränderung einstellen kann. Wenn jetzt jemand gerne arbeiten möchte mit diesen Techniken, gibt es da eine kleine Übung, die der Betreffende dann schon mal ausprobieren kann? Sure, we can make a short meditation if you like gerne, to. Gerne, sehr gerne. This will be then a very basic one, I think. Ja, natürlich. Ja, also eine ganz grundlegende einfach Art und Weise, wie man damit arbeiten kann. But first, before we do that, I would like to say, not everyone is visual. Und nur, also bevor wir beginnen, möchte ich da nur kurz festhalten, also jeder ist ja nicht visuell begabt, sozusagen. So perhaps if I say, look at your life as energy. Wenn ich also mich so ausdrücke, betrachte dir dein Leben als Energie oder sieh sie dir so an. And you have no clue how to do that. Und du hast keine Ahnung, wie macht man dann das? Well, there are other ways to feel energies. Gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, wie man Energien spüren kann. Like an image that comes to mind, a feeling sense. Ein Bild, das da plötzlich auftaucht vor dem geistigen Auge oder ein Sinneseindruck. Or that your heart responds in a certain way or oder other. Dass dein Herz in gewisser Weise drauf antwortet. And so I just like those of you who listen, don't get a hang up if I say the word look at things. You can feel it with any of your senses and you have many senses. Nur, dass also die Zuhörer, die jetzt das hören eben, dass man sich daran nicht festmacht, wenn Cecilia sagt, ja, sieh dir das so an. Das hat also nichts mit Sehen zu tun, sondern einfach, dass man die jeglichen Sinn so anwendet, um eben dann einen Eindruck davon zu bekommen. All right.
Beloved ones, we are the higher commands of light. Ihr Lieben, wir sind die höheren Kommandos des Lichts. And we'd like to guide you through a journey. Wir möchten dich gern durch eine Reise führen. To look at your life as light and energy. Dir dein Leben als Licht und Energie anzusehen. For everything about you is energy. Da alles um dich herum Energie ist. Your body has been built from the energy of the earth. Dein Körper wurde aus der Energie der Erde aufgebaut. And within it you have many various energy systems. Und darin findest du viele unterschiedliche Energiesysteme. Many who are already known to man. Viele davon sind den Menschen bereits bekannt. Such as the electromagnetic system. Wie zum Beispiel das elektromagnetische System. The nervous system. Das Nervensystem. The light and life in the cells. Das Licht und das Leben innerhalb der Zellen. For not only are you energy, but you are a vast composition of life. Da du nicht nur Energie bist, sondern auch eine riesige Zusammensetzung von Leben. All about your body there is life. Überall in deinem Körper ist Leben. There are cells. Wie Zellen. There are various systems. Unterschiedliche Systeme. Such as your cardiovascular system. Wie dein Herz-Kreislauf-System. There are organs with various functions. Auch Organe mit unterschiedlichen Funktionen. All set up so that your soul can experience a physical reality. Und sie alle sind in der Art aufgebaut, um deine Seele in die Lage zu versetzen, ein physisches Leben zu erfahren. And this physical body is connected to many energy bodies. Und dein physischer Körper wiederum ist mit vielen Energiekörpern verbunden. You have your aura. Deine Aura. With many layers. Die sehr viele Schichten aufweist. Possibly many more than you are aware of today. Und möglicherweise sehr viele mehr, als du oder von denen du vielleicht im Augenblick weißt. And your aura serves various functions. Auch deine Aura dient vielen unterschiedlichen Zwecken. You have the blueprint for your physical body. Du gibt es eine Blaupause für deinen physischen Körper. An energy setup that you could change. Ein Energieaufbau, den du auch verändern könntest. To change the energies in your body. Um die Energien in deinem Körper zu verändern. You have your emotional body and your mental body. Dann findest du deinen Emotionalkörper und deinen Mentalkörper. Which are simply electromagnetic structures. Und das sind einfach elektromagnetische Strukturen. That attract the energy of thoughts and emotions. Welche die Energie von Gedanken und Emotionen anziehen. We are aware that many of you are of the belief. Und wir sind uns gewahr, dass viele von euch die Annahme haben. That thoughts and emotions are happening in the brain. Dass Gedanken und Gefühle sich im Gehirn ereignen. But it begins before that. Aber das fängt schon vorher an. It is your energy bodies. Your emotional body, your mental body. Das sind deine Energiekörper, eben dein Emotional- und Mentalkörper. That attract a corresponding energy from the collective mind. Die eine entsprechende Energie aus dem kollektiven Verstand anziehen. In the universe. Dieser kollektive Verstand kommt eben aus dem Universum. And that energy comes into your energy bodies. Diese Energie tritt dann in deine Energiekörper ein. Where they are formed and transformed into an energy that suits you. Wo sie in eine Energie geformt und transformiert werden, die dir passt. That then comes to the brain. Die dann zu deinem Gehirn kommt. And become a conscious thought. Zu einem bewussten Gedanken wird. Or an emotion. Oder einem Gefühl. Therefore one could wonder. Also könnte man sich die Frage stellen, can you really say that your thoughts are yours? Sind denn deine Gedanken wirklich die deinen? When in reality they come from an energy passing through you. Während sie tatsächlich von einer Energie stammen, die durch dich hindurch zieht.
oder verläuft. Take a moment to consider this. Nimm dir mal den Augenblick, um dir das zu überlegen. If it is your aura that attracts the energies that will become thoughts and emotions. Wenn es deine Aura ist, die jene Energien anziehen, die zu deinen Gedanken und Gefühlen werden. And you are not fond of those thoughts and emotions. Und dir diese Gedanken und Gefühle nicht zu legen. Well, what would happen? Was würde denn geschehen? If you would change that energy in your aura. Wenn du diese Energie in deiner Aura veränderst. To raise the frequency. Um die Frequenz anzuheben. So that you would attract higher energies. So dass du höhere Energien anziehst. That will be transformed into supporting thoughts. Die zu unterstützenden Gedanken transformiert werden. And positive emotions. Und hin zu positiven Emotionen. You can do that. Und das kannst du. But because you are habitual. Aber da du gewohnheitsgebunden bist, it may take a while to come into a new habit. Kann es etwas Zeit bedürfen, um sich eine neue Gewohnheit anzulegen. And getting used to a new type of energy in your life. Und sich an einen neuen Energietyp im eigenen Leben zu gewöhnen. But let's imagine right now. Aber stellen wir uns gerade jetzt vor. That you breathe in the light that we transmit to you. Dass du dieses Licht einatmest, das wir gerade an dich übertragen. Beautiful spiritual light. Wundervolles spirituelles Licht. So that you fill your body with light. So dass du deinen Körper mit diesem Licht erfüllst. Your emotions with light. Auch deine Gefühle mit diesem Licht erfüllst. And your thoughts with light. Und genauso deine Gedanken. Just keep breathing in light. Setzt einfach fort, Licht einzuatmen. While we speak to you. Während wir zu dir sprechen. About your soul. Über deine Seele zu dir sprechen. For you do have a soul. Da du eine Seele hast. That is a great being of love and light. Und sie ist ein riesiges Wesen aus Licht und Liebe. Closely connected to the source. Und in sehr enger Verbindung mit der Quelle. Made from the source. Tatsächlich aus der Quelle gemacht. And this wonderful being. Dieses wundervolle Wesen is as vast as the universes. Ist genauso weit ausgeweitet wie die Universen. And for some reason, it has chosen to incarnate as you. Und aus einem bestimmten Grund hat sie gewählt, sich als du zu inkarnieren. Not by mistake. Und das ist kein Zufall oder Fehler. But because it wants to have that physical experience. Sondern weil sie diese physische Erfahrung machen möchte. As an addition to its spiritual experience. Um ihre eigenen spirituellen Erfahrungen hinzuzufügen. And if such a vast being would connect to you. Würde ein derartig riesiges Wesen sich mit dir verbinden. Connect to you, live in you. In dir leben. Well, then it needs a larger energy body. Na, dann braucht es einen größeren Energiekörper. Which is why you are also equipped with a light body. Deswegen bist du auch mit einem Lichtkörper ausgerüstet. Which you may imagine as a giant sphere of light to begin with. Den du dir zu Beginn als eine riesige Lichtkugel vorstellen kannst. Let's imagine now. Also stellen wir uns jetzt vor. That your soul connects to you in this moment. Dass deine Seele sich in diesem Augenblick mit dir verbindet. Comes closer to you into the light body. Sich dir annähert und in den Lichtkörper kommt. Can you feel its energy?
kannst du ihre Energie spüren. Its presence. Ihre Präsenz. Its eternal beingness. Ihr ewiges Sein. Its wisdom. Ihre Weisheit. Your soul wants you to have everything that you are longing for. Deine Seele das möchte, dass du all das hast, wonach du dich sehnst. Inner peace. Inneren Frieden. Love. Liebe. Abundance. Fülle. Joy. Freude. And other divine qualities. Und andere göttliche Qualitäten. Imagine that you breathe in the light of your soul. Und stellst dir vor, dass du das Licht deiner Seele einatmest. Into your body. In deinen Körper. And into your aura. Und in deine Aura. So that its energy becomes brighter. So dass ihre Energien heller werden. More loving, peaceful. Liebevoller und friedvoll. In that you may attract a life that mirrors this. So dass du ein Leben anziehen kannst, welches dies widerspiegelt. And whether you believe it or not. Ob du daran jetzt glaubst oder nicht. There are many benevolent forces in the universe. Gibt es im Universum viele wohlwollende Kräfte, who want nothing more, die nichts lieber wollen, than you and other humans, als dass du und auch andere Menschen living in light and peace, im Licht und im Frieden leben. And they are here to support you. Und sie sind hier, um dich zu unterstützen. So feel their presence. Also spüre ihre Präsenz and your inner potential und dein inneres Potenzial to be who you are. Zu sein, wer du bist. Okay. With this, we withdraw for now. Und hiermit ziehen wir uns für den Augenblick zurück. Know that we see your light. Wisse, dass wir dein Licht sehen. And we will hold light for you. Und wir werden Licht für dich halten. Until you see it in yourself. Bis du es in dir selbst siehst. And in the world. Und in der Welt. So that the true nature of reality can unfold. So dass die wahre Natur der Wirklichkeit sich entfalten kann. Blessings. Segnungen. Vielen herzlichen Dank für diese sehr intensive Meditation und das damit verbundene Channeling.
Darauf war ich jetzt so gar nicht gefasst. Was ich wahrgenommen habe, ist, dass der Energiekörper aktiviert worden ist für diese Strukturen des Lichtkörpers. So he didn't count on that experience. So what he experienced is that the energy body was prepared for these light structures. Yeah. Ja. Ihr Lieben, gibt es noch etwas, was ihr selber auf dem Herzen habt, was du, Cecilia, vielleicht gerne noch weitergeben möchtest an die Zuschauer, vielleicht mit Blick darauf, wie das Leben in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten aussehen wird? As we evolve our light. Wenn wir unser Licht entwickeln. It used to be like this. You awakened, you know, maybe about the same time as me. Also das war zumindest so. Und du bist ja ungefähr auch zur selben Zeit erwacht, wie Cecilia. And when we begin to bring in a lot of light, the things that are not in resonance with it will come to surface and be released. Wenn man also beginnt, Licht zu erwecken, kommen natürlich alle Dinge in einem selber zur Oberfläche, die mit diesem Licht nicht in Resonanz sind, um entlassen zu werden. Or be transformed. Oder sie werden transformiert. Right, so all old patterns may become visible. Und dann werden natürlich alle alten Muster sichtbar, zum Beispiel. And presently there is a collective awakening taking place. Im Augenblick findet ja ein kollektives Erwachen statt. There is so much light that's coming into the earth, so much potential. Es gibt enorm viel Licht und Potenzial, das in die Erde kommt. And it makes everything visible. Und das macht alles sichtbar. All the goodness and greatness. All die Güte, die Größe. And all of the patterns we have that we are really ready to let go of as a collective. Und gleichzeitig all die Muster auch, die wir als Kollektiv haben und hatten, die wir jetzt auch bereit sind, gehen zu lassen. And so it is a turbulent time in many ways. Und in der Hinsicht ist es natürlich eine recht turbulente Zeit. Therefore, I would suggest for everyone, allen vorschlagen. When you look at the world, wenn du dir die Welt ansiehst, invite your soul to look at it with you. Lädst du deine Seele an, gemeinsam mit dir zu beobachten. So that you can see what is really going on. Damit du sehen kannst, was denn da wirklich abläuft. And not only what is presented in the third dimension. Und nicht nur das, was sich in der dritten Dimension präsentiert. For we are transforming. Weil wir uns eben transformieren. There is light evolving for all of us on this earth. Und sich Licht für uns alle auf der Erde weiterentwickelt. Ist ein sehr, sehr schöner Ausblick. Der Aufstieg schreitet voran. Also die Feinstofflichkeit nimmt zu in uns, um uns herum, im ganzen Universum, glaube ich. Yes. Ja. Und wir werden davon regelrecht getragen. Ja. So und dürfen lernen, mit den neuen Möglichkeiten umzugehen. Mhm. Ja. Einer der Menschen, die uns dabei helfen, bist du mit deiner Schule, mit deiner Lightflow-Arbeit. Ja. Wer sich da näher mit beschäftigen möchte, ich glaube, euer Portal heißt Lichtportal CH, ist das richtig? No, it's lightflow.info. Nein, das heißt lightflow.info. That okay. Is, that's my website and yeah. There are many things you can read and listen to there. Das ist also die Webseite von Cecilia, wo man eben reingehen kann und zum Beispiel viele Sachen auch lesen kann. Ja. Yeah. And, also yeah. Lightflow.info, yeah. Da kann man sich noch weiter informieren auf Lightflow.info über die Arbeit von Cecilia, wovon wir hier so einen wundervollen Eindruck bekommen haben. Und das ist nur ein kleiner Aspekt von all dem, was gerade um uns herum mit uns passiert. Und an dem wir alle teilnehmen dürfen in dieser wundervollen Zeit des Übergangs, der Transformation in eine 5D-Wirklichkeit und dann weiter aufsteigend. Yes. Denn das nimmt ja kein Ende, sondern es ist ein fortschreitender Prozess hin zu immer mehr Licht.
was wir wahrnehmen und verkörpern. Absolutely. Liebe Cecilia, ich danke dir von Herzen, dass du hier bei uns bist und diesen Beitrag für die Zuhörer und Zuschauer mit uns gemacht hast. Und auch dir, Alexander, für die Übersetzungsarbeit und für all das, was du auch beiträgst zu all dieser lichtvollen Entwicklung, die wir nehmen dürfen. Und ja, den Zuschauern möchte ich noch einmal den Hinweis geben, wenn das hier interessant und faszinierend war und ihr weitere Informationen haben möchtet zu dem allem, was gerade um uns herum in dieser Zeit der Veränderung stattfindet, hin zum goldenen Zeitalter und in eine lichtvollere Welt. Informiert euch bitte über www.channeling-kongress.de oder channeling-portal.de. Und wenn ihr dann den Newsletter beziehen möchtet, seid ihr jede Woche informiert über die neuen Entwicklungen in Form von Channelings oder Meditationen, die stattfinden. Ich danke euch allen dafür, dass ihr da seid. Und thank you for having us. Euch beiden vor allen Dingen ganz, ganz herzlich noch einmal dafür, dass wir diese wundervolle Erfahrung machen durften. Aktorianische Energie. etwas, was viel zu selten, glaube ich, bei uns im Bewusstsein ist, weil das ist eine sehr feine, zarte, heilsame Energie mit sehr viel Geometrie versehen. Ja. Und das ist natürlich etwas ganz, ganz Wundervolles. Und da dürfen wir uns auch mit hineinbegeben. Und das Schönste eigentlich, was ich hiervon jetzt mitnehmen kann, ist vor allem, dass auch hier die reine Absicht genügt offenbar, um sich mit den Arcturianern und diesen Möglichkeiten in Verbindung zu setzen. Also auf denn in die nächste Meditation, die jeder für sich dann selber praktizieren darf und im Zusammenklang mit den Arcturianern. Ich danke euch beiden von Herzen. Und thank you so much. What's our pleasure, really. Herzlichen Dank. Dankeschön. Es war auch mir eine unendliche Freude, endlich auch dich einmal kennenlernen zu dürfen. Finally. Und Dankeschön den Zuschauern und Zuhörern. Bis bald, bis sehr bald. Lebt wohl. Genießt eure Gesundheit.